So, das ist mein anderer kleiner Account. Da führen wir gleich mit diesem Team einen Kampf durch. Ich denke, Void wäre besser natürlich. Gerade da haben wir hier gleich einen Dr. Doom zu bekämpfen. Und Void, wie gesagt, hat die Fähigkeiten, gerade auf den Knotenpunkt 4. Aber auch auf andere Knotenpunkte halt Dr. Doom zu schwächen. Außerdem ist Void immun gegen eine Erschwörung, falls einem die SK2 begegnen sollte, ist das natürlich auch kein Problem. Generell könnte man Dr. Doom nehmen, aber wenn man Pech hat, und ich habe nie Glück, dann SK2 und dann ist man mit seinem eigenen Dr. Doom erledigt. Und bei Void, naja, mit ein bisschen Klassenpuffer und natürlich ein bisschen Strategie wird es einfacher, sage ich mal so. So, also, hier ist ganz einfach. Ich mache erstmal parieren, dann haue ich mal erstmal schön drauf. So bin ich dann vorgegangen im Kampf. Dann bin ich wieder pariert und wieder mal leichten Angriffe. Dann habe ich natürlich gewartet, bis der erste Debuff an ist, der halt schwächen. So, jetzt machen wir mal kurz Pause. Haben wir natürlich einen Beweglichkeits-Debuff gemacht und damit sorgt man dafür, dass er nicht mehr so beweglich ist. Und das ist zusätzlich ein finsterer Stich und dann ein Ermüdungs-Debuff. Also da sind so einige Debuffs, die Vorteile euch bringen. Ja. Dann darf man auch nicht vergessen, dass der finstere Stich sich umwandelt, sobald er die Superkraft, der euer Gegner zündet in Degeneration natürlich. Und zusätzlich gibt es Versteinerung, Debuff und das gibt zusätzlich. Also man merkt schon richtig schön, mit Debuffs kann man den Dr. Doom hier einfach besiegen. Oh, der Dr. Doom ist ein bisschen nicht so klug, aber naja, das lag an dem Spieler. So, das war's auch von diesem Video. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann liken, abonnieren und Glocke nicht vergessen. Und von mir, das war's. Und ja. Bis zum nächsten Mal.